Herzlich willkommen zu dieser Coffee Cup Einheit zum Thema Videos für den Unterricht finden. Folgende Themen stehen im Zentrum dieser Einheit: Videoportale im Überblick, Videosuche auf YouTube, YouTube-Videos in Moodle einbetten und TED-Ed im Fokus. Zu den gängigsten Videoplattformen zählen YouTube, die größte und bekannteste Videoplattform, auf die wir später noch genauer eingehen werden. Die Seite TeacherTube, welche eine Sammlung an über 500.000 didaktischen Videos und Materialien zu Unterrichtszwecken und Weiterbildung bereitstellt. Sowie das amerikanische Videoportal Vimeo. Ein mehrfach ausgezeichnetes Angebot, das sich speziell an Schülerinnen richtet, ist die Khan Academy, auf der man Lernvideos und Materialien in mehr als 36 Sprachen findet. Das deutschsprachige Pendant zu Khan Academy ist die Plattform SofaTutor. Eine große Auswahl an didaktisierten englischsprachigen Lernvideos bietet die Seite TED-Ed, frei nach dem Motto Lessons Worth Sharing. Auch alle großen TV-Sender bieten, meist für eine Woche, ein Archiv an, über das man alle ausgestrahlten Sendungen ansehen kann. Dies ist, vor allem bei ganz aktuellen Themen, für den Unterrichtseinsatz sicher interessant. Schauen wir uns nun an, wie Sie gezielt nach Videos auf YouTube suchen können. Die Spanne der Themenbereiche und vorhandenen Videos auf YouTube ist enorm. Sucht man nun zum Beispiel konkrete Videos als Vorbereitung für eine Exkursion, wie zum Beispiel eine Wienwoche, so geht man folgendermaßen vor. Die Suche nach Videos funktioniert bei YouTube ebenso wie bei anderen Videoportalen, indem man ein Schlagwort wie zum Beispiel Sehenswürdigkeiten Wien in die Suchleiste eingibt. Prompt liefert YouTube Treffer zu diesem Thema. Die Ergebnisse können anschließend noch durch weitere Einstellungen in Dropdown-Menü Filter eingegrenzt werden. Gefiltert werden kann unter anderem nach Typ, wie auch nach der Dauer des Videos. Abschließend kann eine Auswahl der nützlichsten Videos zu einer persönlichen Playlist hinzugefügt werden. Diese Funktion funktioniert jedoch nur im eingeloggten Bereich. Gehen wir von einem weiteren Unterrichtsbeispiel aus, diesmal für den Fremdsprachenunterricht. Sie wollen das Thema Dichtkunst im Englischunterricht thematisieren und suchen informative und anregende Videos zu der Thematik auf YouTube. Unter den Treffern befindet sich auch ein Video von TED-Ed und es zeigt sich, dass die Seite TED-Ed auch einen eigenen YouTube-Kanal hat. Um kein Video mehr zu verpassen, lohnt es sich, diesen Kanal zu abonnieren. Weitere Bildungskanäle, die man abonnieren kann, sind zum Beispiel der Kanal Bildungs-TV sowie Khan Academy Deutschland. Auf der Startseite im Menü linker Hand findet sich nun die Rubrik Abos, wo alle abonnierten Kanäle aufgelistet und abrufbar sind. Beschäftigen wir uns nun damit, wie Sie YouTube-Videos in einen Moodle-Kurs integrieren. Unter jedem Video befinden sich die Menüpunkte Hinzufügen und Teilen. Wenn Sie nun Teilen anklicken, kommen Sie zum Untermenüpunkt Einbetten. Dort befindet sich der sogenannte Embed-Code des Videos. Kopieren Sie diesen Code mit den Tasten STRG und C. Schalten Sie nun im Texteditor Ihres Moodle-Kurses auf die HTML-Ansicht und fügen Sie den Embed-Code an der gewünschten Stelle ein. Wenn man Videos aus dem Internet zitiert, sollte man folgende Angaben machen: Username oder Urheber, Urheberin, Titel, Datum der Veröffentlichung, genaue URL, Datum des letzten Zugriffs. So sollte die Quellenangabe bei diesem Beispiel von TED-Ed aussehen. Werfen wir nun einen Blick auf die Seite TED-Ed. Besonders empfehlenswert ist die TED-Ed-Tour, die einem grundlegende Einblicke in Aufbau und Konzeption der Plattform gibt. Es gibt zwei Typen von TED-Ed-Lektionen, die nie länger als 10 Minuten dauern. Zum einen entstehen diese in einer Zusammenarbeit aus Pädagoginnen, Autorinnen und Trickfilmzeichnerinnen. Und zum anderen kann jede Person, die sich auf TED-Ed als Benutzer registriert, alle angebotenen Lektionen bearbeiten, Fragestellungen und Materialien hinzufügen und individuell adaptieren.
Schauen wir uns das anhand eines Beispiels für das Fach Bildnerische Erziehung einmal genauer an. Unter dem Menüpunkt Lessons können Videos aus den unterschiedlichen Rubriken gewählt werden, für den Zeichenunterricht am besten aus der Spalte The Arts. Wählen wir aus den Resultaten das Video The History of Museums aus. Neben einer kurzen schriftlichen Einführung in das Lehrvideo und der Möglichkeit, das Video anzuschauen, gibt es zudem die Möglichkeit, im Anschluss Überprüfungsfragen zum Video zu absolvieren, sowie sich in weiterführenden Literatur einzulesen. Im eingeloggten Bereich können Sie dieses Video nun unter Customize this lesson auf Ihre Einsatzzwecke hin anpassen. Unter dem Menüpunkt Think, rechter Hand, können Multiple-Choice sowie Kurzfragen zum Video hinzugefügt werden. Es kann entweder aus den vorhandenen Fragen gewählt oder neu dazu erstellt werden. Im Folgepunkt Dig Deeper können Quellen und Ressourcen zum Thema eingefügt werden. Unter Discuss können Fragen und Themen hinzugefügt werden, welche Lernende als Gruppe diskutieren können. Abschließend können die Einstellungen mit dem Button Preview kontrolliert werden und im Anschluss durch Betätigen des Button Publish gespeichert und schließlich veröffentlicht werden. So, nun kennen Sie die gängigsten Videoportale, wissen, wie man auf YouTube Videos sucht, wissen, wie man YouTube-Videos in Moodle einbettet und kennen die Seite TED-Ed ein wenig genauer. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.